Bei einem schweren Unfall auf der B450 zwischen Ister und Ballhorn ist am frühen Freitagmorgen eine 60-jährige Frau aus Bad Emstal tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren gegen 5.40 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 59-jährige Frau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde nach einer ärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurz vor 6 wurden die Feuerwehren Wolfgang und Ister zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Hier handelt es sich um einen Frontalzusammenstoß zweier Pkw. In einem Pkw war eine Person schwer eingeklemmt, die andere Person wurde durch den Aufprall aus dem Pkw geschleudert. Für die 60-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 60-Jährige offensichtlich in einer Gefälschstrecke einen LKW mit Anhänger überholen. Etwa auf halber Strecke kam ihr jedoch ein Fahrzeug entgegen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Teile der Fahrzeuge wurden gegen den LKW geschleudert. Das Fahrzeug der 59-Jährigen wurde in den Graben geschleudert. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Einsatzstelle bestellt. Der am Unfall beteiligte LKW-Fahrer wurde nicht verletzt. Zum Einsatz kamen die Feuerwehr Wolfhagen und Ister sowie die Feuerwehr Emstal-Ballhorn. Der Sachschaden wird hier auf rund 11.000 Euro geschätzt. Zeitgleich kam es auf der Landstraße 3312 zwischen Notfelden und Niederelsungen ebenfalls zu einem schweren Unfall, bei dem ein 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Der junge Mann war zu Fuß unterwegs in Richtung Niederelsungen und wurde offensichtlich von einem Pkw-Fahrer übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Da an der Unfallstelle ein Kickboard gefunden wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann damit auf der Straße gefahren ist. Um die Unfallursache genau klären zu können, wurde wie beim Unfall in Ister ein Gutachter eingesetzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt.